Entschuldigung. Oh nein, so schlägt man dir von der Stadtmannschaft nie. Ja, es geht schlecht aus. So ein Mist. Wir geben doch nicht auf. Klärli. Nein. Es ist absolut hoffnungslos. Keiner von uns trifft ins Goal. Die von der Stadtmannschaft bin ein Haus hoch, genau gleich wie das letzte Jahr. Und das Jahr vorher? Einmal haben wir gewonnen. Hä? Ja, da war mein Grossvater aber noch ein Bub. Vielleicht gehen wir einfach auf. Was ist passiert? Er hat Bein gebrochen. Gerade beide? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Es sieht aber eher nach vier Paar gebrochenen Beinen aus. Das schaffen wir auch. Jetzt sind es schon sechs. Nein, acht Paar gebrochene Beine. Also, ich hole Frau Dr. Nilpfi. Das ist ein Beinbruch-Notfall. Das ist beim Schulter passiert. Ich würde sagen, der Herr Beindli ist schräg von hinten gefällt worden. So ein Pech. Und es hat alle 8000 Füßler Beinpaar verwünscht. Ganz genau. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und? Was hat der Patient? Ach, gebrochene Beine. Flanke, Schuss, Goal. Nur keine Angst, Herr Beindli. In 0,9 stehen Sie wieder auf dem Fußballplatz. Wieso redet der Benni von Fußball? Ist er ein Sportler? Sehr ein berühmter sogar. Der Stürmer Beindli kennt doch jedes Kind. Beindli vor, noch ein Tor. Beindli vor, noch ein Tor. Fieberbein, da ist kein Fußballplatz. Dr. Krötli, Narkose. Herr Beindli, schnaufen Sie ganz tief ein. Das haben Sie wieder einmal grossartig gemacht, Dr. Nilpfi. Der Herr Benni braucht sehr viel Ruhe. Ich bin der Stürmer Beinli. Nicht hier, ich! Ist bei uns eigentlich die Schuttifieber ausgebrochen? Der Fußball gehört nicht in ein Spital. Auf die Wiese gehören sie, klar? Oh! Habt ihr verstanden? Oh, so klar! Und ihr meint, wir werden so gut wie der Herr Beindli, wenn wir ganz fest trainieren. Sicher. Ja. Gut gehalten, Krötli. Was macht ihr da, Dr. Fieberbein? Ich teste dem Dr. Krötli seine Muskelspannung. Und da braucht es so viele Zuschauer. So, wir trainieren jetzt ein bisschen Zweierpass. Aber ich bin ja das Neuni. Nein, ich bin das Neuni. Loset, ich kicke euch den Ball über und ihr passet euch dann gegenseitig zu. Klar? Mein Pass. Nein, mein Pass. Steht auf. Wir probieren es gerade nochmal. Es gibt im Fall kein Dessert, wenn Sie Ihr Gemüse nicht essen, Herr Beindli. Blödsinn, ich esse nie Gemüse. Hört mal gut zu, Herr Beindli. Ihr müsst Gemüse essen, da hat es viele Vitamine drin. Und ihr wollt doch schnell wieder gesund und stark werden. Nein, ich bin ein grosser Fußbauer geworden und habe nie Gemüse gegessen. Fort damit. Da gibt es leider kein Dessert. Ist mir doch wurscht. Wow, ihr seid ja Ballkünstler. Mein Pass. Nein, mein Pass. Wir holen jetzt ein paar Krücken für Sie und dann geht es Ihnen sicher besser. Aber ich will keine Krücken. Ich will viel lieber nicht schütten. Was ist denn mit euch los? Wir haben geschüttet. Nein, gegen die Tür gelaufen. Ah, ja, genau. Ich gehe. Was? Beide miteinander? Ja, es war eine Doppeltür. Ja. Da hinten sind Krücken. Komisch. Alfurt, wer hat die genommen? Fertig, die Krücken haben ein richtig gutes Goal gegeben. Sie sehen so traurig aus, Dr. Fieberbein. Das hat doch alles keinen Sinn. Wir verlieren sowieso gegen die Stadtmannschaft. Niemand von uns kann einen schönen Pass geben und das Goal trifft auch keinen. Wir könnten ja noch viel trainieren. Eben nicht. Ich bin zwar ein guter Doktor, aber ein hundsmiserabler Fußballtrainer. Der Herr Benni macht mir Sorgen. Er isst viel zu wenig. Ja, darum geht es ihm schlecht. Vielleicht sollte er mal ein bisschen raus. Nein, er braucht sehr viel Ruhe. Was? Schuss? Goal? Herr Beindli! Herr Beindli! Goal? Was? Schuss?
der macht sich ganz verrückt. Der muss dringend auf dem Fußballplatz. Ganz genau. Hat nämlich Schiss, dass ich nie mehr schütten kann. Ich sage ihm den ganzen Tag, er soll mal still sein. Aber nein, er ruft ununterbrochen. Schuss, Pass, Goal! Haben Sie Schmerzen, Beinli? Ich lüte die Schwester Kitty. Nein. Und da verpasst zum Mittelstürmer. Ich bin Mittelstürmer. Welche Mannschaft? Die Spitalmannschaft. Wir haben einen grossen Match gegen die Stadtmannschaft. Ich würde so wahnsinnig gerne noch wieder mitspielen. Aber das ich geht jetzt nicht. Ich kann sicher wieder zu. Aber Sie müssen noch ein bisschen Geduld haben. Ja, keine Geduld. Beinli, haben Sie schon mal überlegt, dass Sie lernen könnten? Oh, 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 oh. Oh! Entschuldigung, schon wieder daneben geschossen. Ich glaube, ich bin nicht der geborene Schütteler. Wahrscheinlich nicht. Dafür sind Sie ein guter Doktor. Vielleicht. Aber jetzt gerade müsste ich ein guter Fußballtrainer sein. Ich bin sicher, dass Sie ein guter Fußballtrainer sind, Herr Dr. Fieberbein. Ich nicht. Aber zum Glück habe ich einen gefunden, der es kann. Nicht schlecht. Bitte nochmal, so wie versprochen. Rechten Aussenflügel abspielen und über den Pestle. Und Schuss! Super Schuss! Echt cool! Nur wegen meiner Steilvorlage. Prima Goal! Was macht ihr da? Schwester Kitty, habe ich noch nicht gesagt, dass der Benli absolute Ruhe braucht? Aufregung ist Gift für ihn. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ich bin richtig glücklich. Haben Sie das gesehen, Dr. Nilfi? Wir haben richtig gut geshootet. Ja, was soll ich jetzt machen, Trainer? Fragt der Frau Dr. Nilfi. Also gut, dann trainiert weiter. Aber dann müsst ihr auch gewinnen. Hier spielen und dann abgeben. Über die rechte Flügel. Mein Bein. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh je, ich glaube, ich brauche einen Doktor. Ihr müsst für ihn einspringen. Geht's noch? Ich kann nicht shooten. Ihr könnt shooten. Und wie? Ich habe es nämlich beobachtet. Bitte machen Sie mit, Frau Dr. Nilfi. Wir müssen den Match gewinnen. So etwas Blödes. Ich bin Ärztin. Kein Stürmer. Moment. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja. Ihr shootet und ich esse nachher alles Gemüse auf. Also gut. Gemüse gegen Schutten. Abgemacht. Abgemacht. Alles klar, Kollegen. Es geht weiter. Maxli, ab ins Go. Gut gemacht. Und jetzt ein Pass. Los, Teddy. Schuss. Go. Es ist nicht zum Glauben. Unsere Nilfi kann operieren, Babys auf die Welt bringen, Knöchel zusammenschrauben und erst noch shooten. Sie ist einfach die allergrößte. Ja. Au! Entschuldigung, Herr Dr. Fieber. Ein super Goal, Teddy. Guten Bett, Dr. Nilfi. Aber die Steilvorlage ist der von mir gekommen. Geht's mich besser, Herr Benli? Viel besser, Frau Dr. Nilfi. Wo ist der Kitty? Sie könnten mir noch das Gemüse bringen. Bringen Sie ihm einen Bergspinat und dazu Rüebli und Brokkoli. Das hat er verdient. Eins Gold, zwei Gold, drei.